Und jetzt das Heute-Journal mit Gundula Gause und Anne Gellinek. Guten Abend. Zwei Schritte vor und einen zurück. So könnte man das Ergebnis des Brüsselers EU-Gipfel zusammenfassen. Gestern Abend herrschte noch Riesenfreude darüber, dass es gelungen ist, der Ukraine die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen anzubieten. Wenn auch mit dem Schönheitsfehler, dass der, der dagegen war, halt nicht mitstimmte. Heute kam das dicke Ende. Der Ungar Viktor Orbán blockiert die Aufstockung des EU-Haushalts und damit auch Milliardenhilfen für die Ukraine. Beim Geld funktionierte der 26-zu-1-Trick nicht. Gunnar Krüger aus Brüssel. In Brüssel haftet Olaf Scholz der Ruf an, er führe nicht genug. Heute Morgen ist das anders. Erhebt euch, ruft einer im Scherz, aber auch mit Anerkennung. Der Kanzler setzte den Beginn von Beitrittsverhandlungen für die Ukraine durch mit einem Trick, der verblüfft. Ich werde das einmal in meinen Memoiren aufschreiben. Irgendwann, nicht heute. Es ist schon interessant, wie der Hase läuft. Und zwar so. Der Platz von Ungarn, das bislang blockierte, blieb leer. Viktor Orbán ging auf des Kanzlers Vorschlag Kaffee trinken. So war kein Nein auch ein Ja. Das ist jetzt nichts, was man jedes Mal machen sollte. Wir sollten schon meistens dazu kommen, dass wir miteinander entscheiden und uns eben zusammenbringen. Ich finde, die Welt besteht daraus, dass man Konsense und Kompromisse formuliert. Die sind nicht so, dass sie vom Himmel fallen. Ein Kompromiss fehlt um 3 Uhr morgens. Orbán sagt weiter Nein zur Finanzhilfe der EU für den Haushalt der Ukraine. Er will selbst Geld, das die EU sperrt, wegen Mängeln in Ungarns Justizsystem. Milliarden gegen Milliarden Orbán erpresst die EU und versteckt es kaum im staatlichen Fernsehen. Dies ist eine großartige Gelegenheit, deutlich zu machen, dass wir bekommen, was uns rechtmäßig zusteht. Nicht die Hälfte oder ein Viertel, sondern alles. Wir wollen eine faire Behandlung und jetzt haben wir eine gute Chance, sie zu bekommen. Das System Orbán, die EU muss darauf reagieren. Einer mahnt, statt zu tricksen. Ich habe nicht gejubelt. Ich erwarte von Viktor Orbán in den nächsten Monaten, dass er sich als Europäer verhält und dass er den politischen Fortschritt nicht als Geisel nimmt. Ein Fortschritt ohne Orbán, also Ukraine-Hilfe außerhalb des EU-Haushalts, hätte seinen Preis. Wenn wir andere Finanzierungswege gehen, dann brauchen wir die Parlamente. Und es wird viel komplizierter. Wir sind Demokratien, die brauchen Zeit. Und die Ukraine hat keine Zeit. Darum wird auch der deutsche Kanzler noch im Januar wieder in Brüssel sein. Er braucht dann echte Kompromisse und nicht nur Kaffeetricks. Haushaltsnöte auch zu Hause in Berlin. Bevor die Regierungskoalition nun den Plan für den Sparhaushalt 2024 in die parlamentarische Beratung gibt, musste sie heute erstmal den Etat fürs laufende Jahr reparieren. Der Bundestag beschloss also für dieses Jahr erneut das Aussetzen der Schuldenbremse und den Nachtragshaushalt. Ampelvorsatz fürs neue Jahr ist aber, die Schuldengrenze wieder einzuhalten. Unterdessen veröffentlichte die Bundesbank am Morgen ihre Wachstumsprognose. Die schlechte Nachricht, die Wirtschaft kommt nicht in Gang. Die gute, die Inflation sinkt. Und sofort kommt der Ruf nach der Zinssenkung. Isabel de la Vega berichtet. Partystimmung an der Börse, der DAX im Rekordflug. Jetzt schon feiern sie, dass die EZB den Leitzins bald senken könnte und das Geld dann wieder billig würde. Diese Freude sei verfrüht, so Experten. Die Notenbank hat ja während der zurückliegenden Hochinflationsphase auch deutlich an Vertrauen, auch an Reputation eingebüßt. Das ist aber das wichtigste Kapital einer Notenbank und deshalb möchte sie sich jetzt keinen Schlingerkurs erlauben und hält dann eben die Zinsschraube noch etwas ruhig. Die EZB hat die Inflation in den Griff bekommen, doch es gibt Hürden auf dem Weg zu sinkenden Preisen. Die erste, die Bundesregierung will den CO2-Ausstoß teurer machen. Also als Hausbesitzer oder Wohnungsbewohner, der eine Heizung hat, die mit fossilen Energieträgern betrieben wird, ein Auto, das mit entsprechend fossilen Energieträgern fährt, die Preise werden ja ansteigen.
Zweite Hürde für Preissenkungen: die internationalen Konflikte spitzen sich zu. Wir wollen unabhängiger von China werden. Wir sehen die geopolitischen Spannungen. Und das bedeutet aber, dass wir uns auch andere Lieferanten suchen müssen. Das ist mit Kosten verbunden. Das wird die Preise auch nach oben treiben. Ein Inflationstreiber bleibt der Fachkräftemangel. Weil es weniger Fachkräfte gibt, können diese höhere Löhne durchsetzen. Also die höheren Löhne greifen natürlich überall dort, wo die Dienstleistungen direkt im Lande hier daran hängen. Ob das im Hotel- und Gaststättengewerbe ist oder in anderen Bereichen, die nicht staatlich geregelt sind. Dort merken wir jetzt schon, dass die Preise deutlich angestiegen sind. Und das ist das, was sich auch weiter verstetigen wird. Und das kann auch das eh schon schwache Wirtschaftswachstum bremsen. Warum also die Party an der Börse? Also die Party an der Börse irritiert mich in der Tat. Man kann zwar die Geschichte erzählen, dass die Zinsgipfel erreicht sind, aber die gesamtwirtschaftliche Lage, die ja letztlich die Gewinnerwartungen unterlegen muss, sieht bei weitem nicht so aus, als dass wir hier Hosianna am Aktienmarkt rufen könnten. Die Wirtschaft in Schwung zu bringen, aber auch gleichzeitig die Inflation zu dämpfen, das bleibt eine Herausforderung. Die Weltwirtschaft sprintet nicht. Das hat der Internationale Währungsfonds im Herbst festgestellt. Und Deutschland humpele unter den G7-Ländern am stärksten. Die Bundesbank kam heute ebenfalls mit einer eher vorsichtigen Prognose für die Entwicklung der nächsten Jahre. Bei uns im Studio ist jetzt der oberste Banker, Bundesbankpräsident Joachim Nagel. Guten Abend. Guten Abend. Sie haben heute in Ihrer Prognose das erwartete Wachstum nach unten korrigiert, auf 0,4%. Warum? Also zunächst mal haben wir das erwartete Wachstum für dieses Jahr leicht nach oben korrigiert. Nur minus 0,1, aber in der Tat fürs nächste Jahr ein wenig dann korrigiert. Die Wirtschaft nimmt nächstes Jahr nur gemäßigt Anlauf dann für das Jahr 2024 auf dann 0,4%. Das ist unsere Schätzung der Deutschlandprognose der Bundesbank. Was sind denn die Gründe dafür, dass es so schwach anläuft? Also sicherlich sind die Gründe dafür, dass die Auslandsnachfrage weiterhin relativ schwach ist, dass auch der private Konsum in diesem Jahr noch relativ schwach war. Nächstes Jahr sehen wir dann, dass die Nettoeinkommen wieder deutlicher steigen. Und das führt dann dazu, dass das Wirtschaftswachstum dann wieder nach oben zeigt. Aber in der Tat, die Wachstumsraten sind relativ schwach. Nächstes Jahr sehen Sie die Inflation allerdings nur noch bei 2,7%. Das ist ja schon ziemlich nah an Ihrem Ziel von 2%. Können die Zinsen also dann wieder runter? Das ist sicherlich die gute Nachricht der Deutschlandprognose der Bundesbank, dass die Inflation im nächsten Jahr mehr als halbiert wird, mit nach unserer Schätzung 2,7%. Das zeigt klar, dass die Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank ihre Wirkung zeigen. Wir hatten ja insgesamt 10-mal die Zinsen erhöht. Und das sieht man jetzt auch in den Inflationsraten. Das sind gute Nachrichten. Aber Sie gehen jetzt wieder runter mit den Zinsen, habe ich Sie richtig verstanden? Da haben Sie mich nicht richtig verstanden. Ich habe dazu nichts gesagt. Was ich sehe, ist sicherlich so, dass wir mit einer hohen Wahrscheinlichkeit das Zinsplateau erreicht haben nach den 10 Zinserhöhungen. Und dann werden wir datenabhängig entscheiden, wie es im Jahresverlauf weitergeht. Aber es ist aus meiner Sicht noch viel zu früh, darüber nachzudenken, wann denn möglicherweise Zinssenkungen kommen könnten, weil die Inflation immer noch zu hoch ist. Unser Ziel ist 2%, nicht 2,7%. Und da haben wir noch eine Wegstrecke zu gehen. Jetzt hat die Bundesregierung in ihrem neuen Haushaltsvorschlag, muss man ja sagen, hat vor, die CO2-Abgabe zu erhöhen. Das heißt, das wird die Inflation auch noch mal treiben. Heißt das, dass die Bundesbank und die Bundesregierung gegeneinander arbeiten? Also ganz bestimmt nicht. Zunächst mal ist es gut, dass man jetzt für 24 einen Haushalt aufgestellt hat. Ich gehe davon aus, dass man sich auch im Bundestag dann zusammenfindet für diesen Haushalt. Es gibt auch Sicherheit, Planungssicherheit. Und alles, was wir sehen in den Beschlüssen für den Haushalt 24, sieht stark danach aus, dass wir hier keine negativen Effekte haben. Etwa, dass die Inflationsrate nach oben angeschoben wird. Und wir sehen auch keine negativen Impulse auf den wirtschaftlichen Ausblick. Insofern ist der Haushalt 24 relativ ausbalanciert. Also das macht nichts, dass die Bundesregierung die CO2-Abgabe erhöht? Ich denke, das ist eine politische Entscheidung, die CO2-Abgabe zu erhöhen. Das hängt natürlich ganz stark damit zusammen, wenn es um den Transformationsprozess geht der deutschen Wirtschaft. Alles, was wir als Bundesbank sehen, ist es natürlich so, dass so ein Transformationsprozess am Anfang mit leichten Preiseffekten einhergeht, aber uns in der Geldpolitik an der Stelle keine großen Sorgen bereiten. Aber in der Tat, der Transformationsprozess, wenn er dann länger aufgeschoben wird, könnte möglicherweise mit höheren Preiseffekten in der Zukunft kommen. Deswegen aus Notenbanksicht ist die CO2
Abgabe und die Erhöhung der Steuer durchaus nachvollziehbar. Also Sie sagen, die Inflation bleibt noch eine Weile. Was sagen Sie jetzt dem Häuslebauer, der sein Haus bauen will, oder der Frau, die einen Kredit aufnehmen will, um ein E-Auto zu kaufen? Also der Häuslebauer ist natürlich jetzt zuletzt durch schwierige Zeiten gegangen. Die Zinsen sind gestiegen, aber es gab ja auch gute Gründe, warum die Zinsen steigen mussten, weil die Inflation viel zu hoch war. Wir hatten natürlich davor auch eine Dekade über Zinsen, die sicherlich vielleicht auch nicht typisch waren, die möglicherweise zu niedrig waren. Aber zuletzt sind die Zinsen für die Häuslebauer wieder gesunken. Und das Wichtigste für eine Wirtschaft ist, dass man in der Zukunft mit stabilen, niedrigen Inflationsraten wieder rechnen kann. Und das ist eigentlich die wichtigste Nachricht. Das gibt Planungssicherheit für alle wirtschaftlichen Akteure, auch für den Häuslebauer und derjenige, der sich eben Gedanken macht, möglicherweise über Investitionen. Was ist also Ihre Botschaft an die Deutschen, dass wir erstmal mit einer dauerhaft relativ hohen Inflation rechnen müssen und einer humpelnden Wirtschaft? Also die Wirtschaft ist sicherlich, da ist Luft nach oben. Die Inflation ganz im Gegenteil, da ist der Ausblick, wie gesagt, relativ gut, besser geworden, deutlich besser geworden. Ich sehe die Inflationsrate möglicherweise im Jahr 2025 dann tatsächlich bei dem Zielwert von 2%. Das ist die gute Botschaft. Aber für die deutsche Wirtschaft, da gibt es sicherlich das eine oder andere strukturelle Thema, was man angehen sollte. Welches? Noch schnell? Ja, sicherlich Demografie, Digitalisierung, der ganze Prozess der Dekarbonisierung. Da gibt es einige Baustellen und da müssen wir jetzt die Ärmel hochkrempeln und müssen an das Thema rangehen. Und dann ist mir auch nicht bange um die deutsche Wirtschaft. Sagt Joachim Nagel, Bundesbankpräsident. Herzlichen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Ich danke Ihnen fürs Gespräch. Das Gespräch haben wir vor einer Stunde aufgezeichnet. Der Nachtragshaushalt für dieses Jahr hat auch den Bundesrat passiert. Es stand aber noch mehr auf der Agenda. Die Nachrichten mit Gundula Gause. Einer der 24 Beschlüsse, die Einstufung von Georgien und Moldau, die künftig als sichere Herkunftsstaaten gelten. Der Bundesrat stimmte zu. Somit können Asylanträge aus diesen Ländern schneller bearbeitet und Rückführungen zügiger umgesetzt werden. 15% aller abgelehnten Asylanträge stammen von Menschen aus Georgien und Moldau. Die Bundesregierung will der Ukraine Hilfsgüter im Wert von über 6 Millionen Euro für diesen Winter liefern. 500 Stromgeneratoren und 2 Wasseraufbereitungsanlagen sollen in frontnahe Gebiete gebracht werden. In den letzten 24 Stunden wurde allein die Region Cherson über 100 Mal von der russischen Armee beschossen. Wohngebiete wurden getroffen, Zivilisten verletzt. Präsident Selenskyj erwies auf dem Militärfriedhof von Lemberg getöteten Soldaten die letzte Ehre. Seit dem 6. Dezember gibt es kein Lebenszeichen von Alexei Nawalny. Heute wurde sein Anwalt per Gericht informiert, dass der gesundheitlich angeschlagene Kreml-Kritiker aus seinem Gefängnis nahe Moskau an einen unbekannten Ort gebracht worden sei. Im Sommer war der Oppositionspolitiker wegen Extremismus zu 19 Jahren Haft verurteilt worden. Die USA, die EU und die Bundesregierung sind besorgt wegen seines Verschwindens. Mit dem Ende der UN-Friedensmission MINUSMA im westafrikanischen Mali hat auch die Bundeswehr das Land endgültig verlassen. Die letzten 142 Soldaten wurden im niedersächsischen Wunstorf von Verteidigungsminister Pistorius für ihre Leistungen gewürdigt. Bei dem 10 Jahre langen Einsatz waren 3 deutsche Soldaten getötet worden. Malis Zukunft ist ungewiss. 2020 hatte das Militär geputscht, dann das sofortige Ende der UN-Mission verlangt und sich Russland angenähert. Bundesaußenministerin Baerbock hat Israel und die libanesischen Hisbollah-Milizen dazu aufgerufen, einen Flächenbrand in Nahost zu verhindern. Beim Besuch des libanesischen Außenministers Bouhabib mahnte sie zu äußerster militärischer Zurückhaltung und Deeskalation von allen Seiten. Zuvor hatte die Außenministerin auch auf dem Gemeindetag des Zentralrats der Juden erneut gefordert, dass die Hamas die Waffen niederlege. Es gehe um die Sicherheit Israels und der Palästinenser. Die Kritik am israelischen Vorgehen im Konflikt mit Hamas und Palästinensern wird lauter. Australien, Kanada und 12 EU-Staaten, Deutschland war nicht darunter, forderten Israel auf, die Gewalt durch jüdische Siedler im Westjordanland zu beenden.
Der amerikanische Präsident Joe Biden mahnte die israelische Armee, sich beim Vorgehen im Gazastreifen darauf zu konzentrieren, wie Leben von Zivilisten gerettet werden könnten. Die Lage in Gaza wird immer verzweifelter. Susanna Santina berichtet. Der israelische Luftangriff gestern in Rafah im Süden Gazas hat viele Tote gefordert. Noch heute versuchen Anwohner, Überlebende zu finden. Doch viele können nur noch tot geborgen werden, auch dieses Kind. Es sind alles Zivilisten, unschuldige Kinder. Wir suchen seit gestern Nachmittag nach ihnen. Hunderttausende waren in den Süden des Gazastreifens geflohen und kämpfen hier ums tägliche Überleben. Es fehlt an allem. Bei Gott, unsere Lage ist wirklich tragisch, besonders jetzt im Winter. Warum lässt uns Netanyahu bombardieren? Wenn sie Kämpfer töten wollen, okay. Aber warum wir? Was ist unsere Schuld? Wie in Shitjaiya, unweit von Rafah, gehen die israelische Bodenoffensive und Luftangriffe mit unveränderter Härte weiter. Hier kommt es heute zu einem tragischen Zwischenfall, bei dem 3 Geiseln von israelischen Soldaten getötet werden. Die IDF hat versehentlich die Geiseln verwechselt und sie als Bedrohung gesehen. Wir bedauern diese Tragödie sehr. Unser aufrichtiges Beileid gilt den Familien der Getöteten. Unterdessen bemüht sich der amerikanische Sicherheitsberater Sullivan um Vermittlung, traf sich mit Palästinenserpräsident Abbas in Ramallah und wiederholte, worum er zuvor den israelischen Premier Netanyahu gebeten hatte, statt der breiten Bodenoffensive gezielte militärische Operationen. Unser gemeinsames Ziel ist sicherzustellen, dass die Hamas nie wieder zu einer Bedrohung für Israel wird, während wir die Gefahr für Zivilisten verringern und mehr humanitäre Hilfe in Gaza ermöglichen wollen. Trauer heute um einen dort gefallenen Offizier. Solche Beerdigungen sind zum Alltag in Israel geworden. Rund 450 israelische Soldaten wurden bislang getötet. Zuletzt wurden die Leichen dieser 2 19-jährigen israelischen Soldaten und eines 28-jährigen Franzosen geborgen. Er war beim Nova Musikfestival am 7. Oktober entführt worden. Immer noch befinden sich 132 Geiseln in den Händen der Terroristen. In Tel Aviv kommen jeden Abend Angehörige zusammen. Diese Menschen sollen nicht vergessen werden. Die Entführten sind schon seit 70 Tagen dort. Seit 70 Tagen. Man holt dort nur Leichen raus. Wir müssen alle zusammenhalten, aufstehen und unser Land verteidigen. Die Menschen hier spüren fast täglich, dass ihr Land im Krieg ist. Raketenalarm heute Nachmittag in Jerusalem. Das Abwehrsystem Iron Dome kann die Rakete abfangen. Der Krieg im Gazastreifen geht also weiter. Gleichzeitig wird auch Israel, wir haben es gerade gesehen, immer noch beschossen. Von der Hamas, aber auch aus dem Norden, von der Hisbollah im Libanon. In den letzten Wochen hat sich noch eine weitere Gruppe in den Konflikt eingemischt. Die Houthi-Milizen aus dem Jemen. Sie zählen sich zu der vom Iran unterstützten Achse des Widerstands gegen den Westen und besonders gegen Israel und bedrohen neuerdings die internationale Schifffahrt mit Drohnen und Raketen. Nils Muni berichtet. Ein US-Kriegsschiff im Einsatz vor wenigen Tagen. Abwehrraketen der USS Kearney sollen Geschosse und Drohnen aus der Luft abfangen, bevor sie ihr Ziel erreichen, Containerschiffe auf der Durchfahrt im Roten Meer. Dort sind momentan verschiedene Kriegsschiffe als Teil einer multinationalen Marinetruppe vor Ort, um Handelsfrachter zu schützen. Die Gefahrenzone liegt im Süden des Roten Meeres an der jemenitischen Küste, wo die von Iran unterstützten Houthi-Rebellen einen Teil Jemens beherrschen. Seit Wochen beschießen die, wie sie sagen, alle Schiffe, die israelische Häfen ansteuern, in Solidarität mit Palästinensern in Gaza. Innenpolitisch hat es einige Vorteile. Sie können gegen ihre Kontrahenten punkten. Und die Bewegung innerhalb des Jemens stärken. Außenpolitisch bringt es einen enormen Prestigegewinn in der arabisch-islamischen Welt. Außerdem kann man somit wunderbar die Normalisierungsbestrebungen einiger arabischen Staaten mit Israel torpedieren. Angriffe gegen Unterstützer Israels. So wird etwa heute unter anderem ein Frachtschiff des deutschen Transportunternehmens Hapag-Lloyd getroffen. Die Bundesregierung verurteilt alle Angriffe auf Schiffe, natürlich auch den Angriff auf das Schiff von Hapag-Lloyd auf Schärfste. Aufnahmen der Houthi-Rebellen zeigen, wie sie schon im November die Galaxy Leader, ein Frachtschiff für Fahrzeuge, kapern und die Kontrolle über das Schiff übernehmen.
Auf Aufnahmen von Anfang Dezember ist zu sehen, wie das Frachtschiff vor der jemenitischen Küste zu einer propagandistischen Attraktion umfunktioniert wurde. Besucher können auf dem Deck über israelische und amerikanische Flaggen laufen, Touristenfotos machen. Auf den Verbleib der Besatzung gibt es keine Hinweise. Eine der vielbefahrensten Handelswege der Welt. 10-15% des Welthandels passieren die Route. Hapag-Lloyd und die dänische Reederei Maersk wollen sie nun aber vorerst nicht befahren. Die Alternative wäre eben ein Umweg über 7000 Kilometer, der deutliche Verlängerung in den Transportzeiten mit sich bringt, die Transportpreise nach oben treibt und damit auch die Stabilität der Lieferketten beeinträchtigt. Mehr Militärpräsenz könnte die Route zumindest sicherer machen. Die USA haben Deutschland um Beteiligung am Marineeinsatz gebeten. Der Antrag ist in der Prüfung. Und wir machen weiter mit Gundula Gause und den Nachrichten. Und da geht es um einen schwelenden Tarifkonflikt. Warnstreiks im Einzelhandel, kurz vor Weihnachten. Dazu hat die Gewerkschaft Verdi aufgerufen, in dem seit rund 7 Monaten festgefahrenen Tarifkonflikt. Valerie Haller, was ist aus dem Handel zu hören? Wie sicher sind damit die Weihnachtseinkäufe in den Geschäften? Ja, schon ziemlich sicher. Handelsexperten halten die Auswirkungen der Warnstreiks für überschaubar. Das gilt auch für den Lebensmitteleinzelhandel, der vermutlich weniger betroffen sein wird als andere Bereiche. Ähnlich sieht das der Handelsverband HDE. Einzelhändler hätten schon in der Vergangenheit gezeigt, dass sie die Folgen möglichst gering halten können, heißt es. Wer aber auf Nummer sicher gehen möchte, sollte dem Rat von Handelsexperten folgen, die Einkäufe vorziehen und nicht erst kurz vor Weihnachten shoppen gehen. Die ersten Warnstreiks könnte es schon am Donnerstag geben. Und warum ist dieser Tarifkonflikt derart festgefahren? Ja, Gewerkschaft und Arbeitgeber liegen einfach weit auseinander. Verdi fordert 2,50 Euro mehr pro Stunde mit einer Laufzeit von einem Jahr. Die Arbeitgeber bieten laut Gewerkschaft für 2023 weniger als die Hälfte, halten ihr Angebot aber für historisch. Verdi meint, das reiche hinten und vorne nicht mit ihrem Aufruf zu Warnstreiks. Ausgerechnet in der umsatzstarken Weihnachtszeit erhöht die Gewerkschaft nun den Druck. Die Arbeitgeber aber zeigen sich kämpferisch. Sie sagen, sie nehmen lieber Streiks in Kauf als einen zu hohen Tarifabschluss. Der wäre in ihren Augen fatal für die Branche. Vielen Dank, Valerie, nach Frankfurt. Die AfD-Vorsitzende Weidel muss sich mit Plagiatsvorwürfen auseinandersetzen. Die Universität Bayreuth prüft laut Süddeutscher Zeitung ihre Doktorarbeit von 2011. Zwei Plagiatssuche hatten Weidel in einem Gutachten, das auch dem ZDF vorliegt, vorgeworfen, fremde Quellen übernommen und dies nicht ausreichend gekennzeichnet zu haben. Weidel weist das als abwegig zurück. Und eine Erfolgsmeldung von der Biathlon-Weltcup-Premiere im schweizerischen Lenzerheide. Routinier Benedikt Doll aus Breitnau landete auf Platz 1 nach vor allem einer eindrucksvollen Leistung am Schießstand. Der letztjährige Überflieger Johannes Tinje Bø aus Norwegen musste einmal in die Strafrunde und holte Platz 2 vor Dolls Teamkollege Philipp Navrat aus Nesselwang im Schwarzwald. Das war's von uns für heute. Wir geben jetzt direkt ab an Matthias Vornhoff und das ZDF Politbarometer. Guten Abend, willkommen zum Politbarometer. Eine Ampel sorgt normalerweise dafür, dass es geordnet und verlässlich zugeht. Die politische Ampel von Rot, Grün und Gelb steht eher fürs Gegenteil. Der wochenlange Haushaltsstreit ist zwar gelöst, doch das Vertrauen in die Regierung und auch in den Kanzler ist nachhaltig erschüttert. So zeigt die Olaf-Scholz-Zufriedenheitskurve steil nach unten. Zu Beginn seiner Amtszeit vor knapp 2 Jahren bewerten 65% der Befragten die Arbeit des Bundeskanzlers als eher gut. Kurz nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs ist die Zufriedenheit mit ihm am größten. Doch dann fällt die Kurve mehr oder weniger kontinuierlich ab. Jetzt sind nur noch 30% zufrieden mit seiner Arbeit. 65% finden, dass Scholz seinen Job eher schlecht macht. Ein miserables Zwischenzeugnis zur Ampelhalbzeit stellen die Befragten aber nicht nur dem Kanzler, sondern der gesamten Koalition aus. Nur etwa jeder Vierte findet, diese Bundesregierung macht ihre Sache eher gut. 68% aber sind unzufrieden.
Dass es eine CDU-CSU-geführte Bundesregierung besser könnte, glauben allerdings nur 35%. Fast die Hälfte würde keinen Unterschied erwarten. Ein Alarmzeichen und wohl auch Ausdruck eines allgemeinen Vertrauensverlusts in die etablierten Parteien und ihre Vertreter. Bei unserer Sonntagsfrage kann die Union kaum von der Schwäche der Ampel profitieren. Wenn jetzt Bundestagswahl wäre, käme die SPD auf 14%, minus 1, ihr schwächster Wert seit Regierungsantritt. CDU, CSU 32, plus 1. Die Grünen 14, minus 1. FDP 5, AfD 22, Die Linke 4, alle unverändert. Freie Wähler 3%. SPD, Grüne und FDP wären zusammen etwa so stark wie die Union allein. Die könnte ein Zweierbündnis anführen, entweder mit der SPD oder mit den Grünen. Schauen wir auf unsere Top 10, also die Bewertung der 10 wichtigsten Politikerinnen und Politiker nach Sympathie und Leistung. Die negativ bewertete Regierungsarbeit schlägt auch hier durch. Köpfe der Opposition punkten aber auch nicht wirklich. Auf der Skala von plus 5 bis minus 5 ist Alice Weidel Schlusslicht, minus 2,2, deutlich besser. Vorletzte Nancy Faeser wieder dabei, minus 1,3. Sarah Wagenknecht, minus 1,1, verbessert. Olaf Scholz, minus 1,0, nochmal dramatisch abgerutscht, sein neuer Negativrekord. Christian Lindner, minus 0,5. Auch Robert Habeck und Annalena Baerbock, minus 0,5, beide verschlechtert. Friedrich Merz, minus 0,1, besser. Markus Söder, 0,2, etwas verbessert. Mit Abstand vorn weiterhin Boris Pistorius, 1,7, etwas schlechter. Oppositionsführer Friedrich Merz schaltet auf Attacke gegen die Ampel, scheint sich warmlaufen zu wollen als Kanzlerkandidat. Doch mit wem hätte die Union die besten Chancen bei der nächsten Bundestagswahl? Mit Markus Söder, dem bayerischen Ministerpräsidenten, sagen 28%. 20% halten Hendrik Wüst, den Regierungschef von Nordrhein-Westfalen, für am besten geeignet. Auf CDU-Chef Friedrich Merz als Kanzlerkandidat setzen 16, auf Daniel Günther, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, 10%. Noch deutlicher fällt das Votum für Söder bei den Anhängern der Union aus. Merz liegt hier knapp vor Wüst, Günther auch hier abgeschlagen. Seit fast 2 Jahren führt Russland Krieg gegen die Ukraine. Die Fronten scheinen festgefahren. Putin setzt auf Zeit und schwindende Hilfe für Kiew. 35% sagen, der Westen sollte die Ukraine militärisch stärker unterstützen als bisher. Deutlich mehr als Ende November. Die Unterstützung sollte so bleiben, wie sie ist, meinen 33%, ein deutlicher Rückgang. Weniger militärische Hilfe fordern 27%. Zum Jahresende noch eine persönliche Frage mit Blick zurück und nach vorn. Wie war das Jahr 2023 und wie geht's weiter? 66% sagen, dass dieses Jahr für sie persönlich eher gut war. 31% schauen eher negativ drauf. Und wie wird 2024? 28% erwarten für sich persönlich ein besseres Jahr. 58% rechnen nicht mit Veränderung. 13% glauben, es wird eher schlechter. Bewahren wir uns, so gut es geht, diesen Optimismus. Das war unser Bericht über die Stimmung im Land. Die Grafiken und alle Informationen zu unseren Umfragen finden Sie wie immer im ZDF-Text ab Seite 165, in der ZDF-Heute-App und auf zdfheute.de. Wie die repräsentativen Umfragen der Forschungsgruppe Wahlen zustande kommen, Informationen zur Methodik und zu den Qualitätsstandards finden Sie unter politbarometer.zdf.de. Vielen Dank für Ihr Interesse. Das nächste Politbarometer gibt's dann am 12. Januar. Hier folgt jetzt das Wetter, danach geht's weiter mit der Heute-Show. Einen schönen Abend, auf Wiedersehen.
Guten Abend. So langsam können wir über das Weihnachtswetter spekulieren. Aber es bleibt bei Spekulationen. Geht es nämlich nach dem amerikanischen Wettermodell, dann liegt in Dresden zum Beispiel an Heiligabend 7 cm Schnee bei 1 Grad. Das europäische Wettermodell sieht das ganz anders, 8 Grad und Regen. Also im Detail ist noch alles möglich. Bei einer Sache sind sich die Wettermodelle aber einig. Ende nächster Woche steht uns wohl ein Sturm ins Haus. Da sind wir jetzt aber noch nicht. Jetzt etabliert sich erstmals seit langem wieder ein stabiles Hoch über Mitteleuropa. Und das bringt uns ein recht trockenes drittes Adventswochenende und recht milde Luft an seiner Nordseite. Deswegen sinken die Temperaturen heute Nacht im Norden auch nur auf 5 bis 3 Grad. Im Süden ist es kühler, bei 3 bis minus 4 Grad. Etwas Schnee fällt noch am Erzgebirge oder an den Alpen, das lässt aber nach. Im Norden gibt es viele Wolken und der westliche Wind frischt schon mal auf. Im Südwesten kann es aufklaren. Dann bildet sich allerdings dichter Nebel und der ist auch morgen noch hartnäckig. Auf den Bergen im Südwesten allerdings scheint morgen die Sonne. Im Norden gibt es aber viele Wolken, aus denen kann es auch mal nieseln. Dazu wird der Wind noch lebhafter mit starken Böen an der Küste. Und er führt weiter milde Luft heran. 9 Grad erreichen wir auf den ostfriesischen Inseln, 3 Grad im Dauernebel und in höheren Lagen. Ja, und in den nächsten Tagen bleibt es weiter mild, aber mit diesem Unterschied. Bewölkter, windiger, auch mal regnerischer Norden, windschwacher im Süden mit Sonne, wenn da nicht der Nebel dazwischen funkt. Tschüss.